Hey und herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück zu einer weiteren Folge von Satisfactory, einem mega coolen Aufbau-Fabrikspiel, was wir vor einiger Zeit mal angefangen haben und jetzt ist ein neues Update rausgekommen, Update 4 nämlich, und da gibt es viele neue coole Sachen und deswegen dachte ich mir, nehme ich unseren alten Spielstand wieder und lass uns hier einfach mal ein bisschen weiter Fabriken bauen, hier weitermachen, da wo wir beim letzten Mal einfach stehen geblieben sind, und da das jetzt doch schon den ein oder anderen Tag her ist, gucken wir uns noch mal an, was wir da so gebaut haben. Also wir haben hier einen riesigen Bereich an automatisierten Dingern in Richtung Eisenplatten, und hier sind, glaube ich, Rohre drin, Eisenrohre, hier sind Schrauben drin und hier gehen, glaube ich, sämtliche Kupferprodukte rein, das heißt einmal Kabel, hier sind solche Kupferbleche und hier sind die Drähte, glaube ich, drin, genau. Und das haben wir hier eigentlich schon relativ gut automatisiert hingestellt mit ganz vielen Konstruktoren und ähnlichem, sodass das hier eigentlich echt gut läuft. Momentan läuft es nicht, weil der Strom wieder hängt. Aber auch da gibt es positive Nachrichten, denn beim letzten Mal haben wir die Kohleenergie freigeschaltet und da wollen wir heute natürlich ansetzen. Nur nochmal zur Vollständigkeit, hier hatten wir dann so ein kleines Abteil gebaut, um hier den Weltraumlift noch mit Sachen zu versorgen, die es gebraucht hat, um die nächsten Meilensteine abzuschließen. Aber da müssen wir jetzt erstmal nicht mehr weitermachen, denn da geht es erst bei Meilenstein 5 und 6, glaube ich, weiter. Und da haben wir noch ein bisschen Zeit. Genau, ansonsten hier unsere Hauptbasis, das heißt unser Hauptgebäude. Und hier so sämtliche Biomasse-Generatoren, die wir einfach haben. Und da verlangen die natürlich wieder nach Biomasse, die wir jetzt hier einfach gerade nicht liefern können. Das heißt, ich schnappe mir hier nochmal meine persönliche Kiste. Hier hatte ich noch so ein paar Blütenblätter, die man hier ganz gut nehmen kann, sodass wir hier davon so ein paar reintun können. Genau, ich glaube, hinten fehlt auch noch was. Und da wir jetzt echt schon viele von diesen blöden Biomasse-Dingern hatten, kommt es mir natürlich sehr gelegen, dass wir jetzt diese neuartige Produktion haben, das heißt hier mit Kohleenergie, da ist der Kohlereaktor, und dafür müssen wir erstmal zu einem kleinen Wassergebiet. Denn da müssen wir unsere Wasserextraktoren hinstellen, damit dort Wasser gefördert wird. Das zusammen mit Kohle wird dann zu Dampf und Dampf erzeugt für uns dann Energie und das ist natürlich optimal. So, in der Zwischenzeit müssen wir natürlich weiter auf Biomasse zurückgreifen, aber das sollte auch nicht mehr so lange dauern. Hier ist nämlich ein schön netter See, wo wir das Wasser eigentlich ganz gut abgreifen können. Und ja, hier werden wir dann unsere Wasserextraktoren, glaube ich, erstmal hinstellen. Gut, ich würde sagen, man müsste natürlich erstmal irgendwie ein Fundament dahin bauen. Sonst kommen wir ja nicht weit. Das heißt, wir fangen mal hier so ein bisschen an Land an. Und dann schließen wir mal hier so ein paar Fundamente auf dem Wasser an. So, da hinten kommt unser guter, großgebauter Freund auch wieder vorbei, der sich die ganze Geschichte auch ansehen möchte. Gar kein Problem, darfst gerne hier zuschauen. So, das sollte ja für den Anfang, glaube ich, ganz gut reichen. Einfach mal hier das Wasser so ein bisschen geteilt. Und dann können wir jetzt hier eigentlich diese Extraktoren hinstellen. So, wo haben wir sie denn? Meiner hier, Wasserextraktor. Genau, das ist hier so ein Oschi. Und den können wir jetzt hier natürlich nochmal so ein bisschen drehen. Und wir brauchen dafür Kupferblech. Die habe ich jetzt nicht mitgenommen. Aber dann passt das hier eigentlich ganz gut hin. Muss wahrscheinlich unten am Wasser sein. Und dann können wir hier bestimmt so zwei, drei Kollegen davon hier ganz gut hinpacken. Dann hole ich kurz die Materialien und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, die Materialien sind am Start. Das heißt, wir können jetzt anfangen, die Wasserextraktoren hier zu bauen. Und wow, Freunde, ich habe richtig Bock, dass das jetzt hier unser Hauptstrom wird. Denn wirklich, das mit der Biomasse, das kannst du keinem erzählen. So, okay. Also, dann hauen wir hier den ersten Extraktor hin. Gucken wir, dass wir natürlich möglichst viel davon nutzen können. Ja, hier sieht es eigentlich ganz gut aus. So, dann bauen wir hier den ersten hin. Sehr schön. Guck mal, da baut sich das Ding auf. Ein Riesending. Aber sieht mega gut aus. Okay, und dann hier wahrscheinlich einfach noch einen zweiten gleich daneben. Sehr schön. Dann haben wir zwei Stück. So, dann müssen wir jetzt hier so einen Splitter quasi, beziehungsweise so einen Fusionierer bauen. Denn wir werden ja von beiden jetzt so ein bisschen was bekommen. Und dann müssen wir die ja quasi hier miteinander kombinieren. So, ne, dann bauen wir hier so eine Kreuzung hin. Und dann können wir jetzt eigentlich die Pipelines bauen. Genau, von hier. Dann einfach hier wahrscheinlich in das eine Ding rein. Und auf der anderen Seite ganz genauso. So, damit das hier natürlich so halbwegs vernünftig aussieht, bauen wir erstmal bis hier. Und dann geht es hier um die Kurve hier rein. Sehr schön.
Okay, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Soweit so gut. Genau. So, wie starten die Dinger denn jetzt? Sie brauchen wahrscheinlich doch initial auch erstmal ein bisschen Strom, oder? Die werden doch jetzt hier nicht aus dem FF starten. Genau, die brauchen 20 Megawatt. Alles klar. Okay, 20 Megawatt brauchen die. Das heißt, wir müssen hier gleich so mal noch so einen gesonderten Stromkreislauf hinstellen. Denn damit, ja, müssen wir die einmal initial befeuern. Und wenn dann einmal die Fabriken laufen, dann können wir die auch hier dran anschließen. Und dann, ja, versorgen die sich so gesehen selbst. Okay, dann ich würde auch sagen, wir bauen die Stromfabrik gleich hier oben hin. Da machen wir nichts. Dann müssen wir nicht so weit weg und irgendwie die Rohre hin 10.000 Meter irgendwie hin und her bringen. Das heißt, hier oben kommt auch nochmal so eine Kreuzung hin, würde ich sagen. Ne, dass wir hier auch eine haben. Dann kommt das Rohr nämlich hier rein. Und dann müssen dahinter ja diese Flüssigkeitsspeicher gebaut werden, damit wir da immer genug Wasser drin aufbewahren. Ne, das sind hier die Kollegen. So, den ersten muss man nochmal kurz so ein bisschen ausrichten. Genau. Perfekt. Und dann können wir die anderen ja eigentlich bequem daneben bauen. Vielleicht mit so ein bisschen Abstand, damit das Rohr natürlich ganz gut verläuft. Und hier greift dieses Ding nicht so gut. Ja, okay, ist ein bisschen tiefer. Wie konnte man nochmal Höhe bauen? Keine Ahnung. Ja, machen wir einfach so, komm. Ist ja egal, ob das Rohr jetzt 2, 3 Meter tiefer ist, nur damit man hier einfach so ein bisschen durchgehen kann. Gut, dann brauchen wir hier auch nochmal Pipelines, ne? Also einmal hier den Kollegen in den Kollegen. So, dann müssen wir einmal hier fix durch. Und den hier rein. Sehr schön, das passt auch. Und den hier rein. Und die Pipeline hier. Komm her. Sehr gut. Erstmal bis hier hin, damit es so halbwegs vernünftig aussieht. Und von hier dann hier rein. Cool, damit müsste es eigentlich soweit funktionieren. So, gucken wir uns die Sache an. Wir müssen jetzt hier nochmal Biomasse-Dinger hinstellen, also diese Generatoren. Stellen wir mal hier jetzt fix 2 ran. Weil einer macht ja, glaube ich, 30, ne? Genau, 30 und wir brauchen ja insgesamt 40. Das heißt, einer reicht nicht alleine. Genau, können wir hier zweimal Blütenblätter reintun, das ist gar kein Thema. Und dann connecten wir hier mal alles. So, da ein Strommast, da ein Strommast. Und dann hier Extraktor mit dem Kollegen, der Kollege mit dem Mast und der Mast mit den Biomassegeneratoren. Wunderbar. So, und feuerfrei. Sollte ja eigentlich passen. Sehr gut, läuft. Sieht auch konstant aus. Passt. So, jetzt müssten hier die Dinge anspringen. Sieht man auch oben eigentlich ganz gut. Und unten müsste eigentlich das Wasser jetzt hier, ja, in die Rohre gepackt werden. Das sieht auch gut hier aus. Der Druck steigt auf jeden Fall. Genau, hier auch. Passt soweit. Das sieht doch alles sehr ordentlich aus. Die Frage ist natürlich, kann das Wasser hier leer werden? Das. Aber ich glaube nicht, das wäre irgendwie komisch. Okay, und dann müsste das ja eigentlich in die Tanks gehen. Ah ja, guck mal, da kommt auch so ganz wenig schon unten an. Das sieht ganz cool aus. Und in den anderen, ja okay, wahrscheinlich wird erstmal einer irgendwie befüllt. Genau, hier ist auch schon ein Liter drin. Okay, cool. Dann werden die jetzt soweit voll gemacht. Und auf dieser Basis müssen wir jetzt ja unsere Kohlefabriken machen, also Generatoren. Genau, die haben jetzt hier so auch so 2 Eingänge. Sieht man eigentlich ganz gut. Einen für Wasser und der andere für Kohle. Und ja, theoretisch könnten wir 3 von den Generatoren eigentlich echt gut bedienen. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir das intelligent hinstellen, ne, damit unser Wasser natürlich hier auch sehr gut dahin geführt werden kann. Würde ich sagen, bauen wir den ersten, also alle 3 so hier nebeneinander weg. Genau so, den ersten hier hin. Mit ein bisschen Platz, man weiß ja nie, was noch kommt. Und, ah, hier ist so ein Stein. Naja gut, den Stein, dann wird er halt hier so ein bisschen erhöhter gebaut. Aber das sieht soweit ganz gut aus. Genau, haben wir hier 3 von diesen fetten Kohledingern. So, und jetzt brauchen wir natürlich als nächstes noch Kohle. So, weil Wasser wird jetzt hier wunderbar getankt, das ist alles gar kein Thema. Kann eigentlich auch schon mal hier so ein bisschen reingetankt werden, ne? Damit hier auch schon mal ein bisschen was im Gebäude ist. Die Pipelines können wir eben fix ziehen. Das sollte ja kein Thema werden. Ne? Pipeline hier rein. Genau, die nächste. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, hier unten drunter muss ein Förderband noch lang. Oder oben drüber. Wir machen es oben drüber. Das sollte eigentlich funktionieren. Genau, machen wir hier so ein bisschen für die Ästhetik.
So, und dann hier rein, sehr schön. Und die letzte Pipeline ebenfalls. Habe ich den, ah ne, ich wollte gerade sagen, habe ich den jetzt falsch angeschlossen? Nee. Genau, auch einmal hier so ein bisschen geradeaus. Und dann hier rein. Schön. Okay, Wasserversorgung steht. Kann man hier auch dann drüber springen? Jo, sehr gut. Genau, und die müssten jetzt hier auch schon Wasser drin haben. Jetzt brauchen wir die Kohle. Und die Kohle kriegen wir jetzt ja nur... Das ist ganz gut, dass wir hier so eine Lücke gelassen haben, weil damit können wir hier die Sache... Oder können wir hier suchen. So, jetzt die Kohle finden wir jetzt, indem wir natürlich nach Kohle suchen. So, das heißt, wir suchen mal nach Kohle und warten, bis da was zu finden ist. Das hört sich an, als würde es auf jeden Fall einen Moment dauern. So, 644. Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Distanz. 644. 999 und hier ist 900 irgendwas. Okay, 644. Da müssen wir hin. Und ich würde sagen, ich mache nochmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich in 644 Metern. Ich packe noch ein paar Sachen aus, damit wir ein bisschen, beziehungsweise ein paar Materialien ein, damit uns der Weg bis dahin einfacher fällt. So, Freunde, da hinten auf der anderen Seite, da ist unser Kohlevorkommen. Und auf meinem Weg musste ich hier den einen oder anderen Gegner besiegen. Und davon waren auch schon die verbesserten Gegner dabei. Also diese Kollegen, die so ein bisschen Feuer spucken für die Leute, die sie kennen. Die sind ein bisschen anstrengender zu besiegen. Die brauchen den einen oder anderen Schlag auf jeden Fall mehr. Trotz dessen konnte ich die ganz gut besiegen. Und da habe ich diese, ich zeige es euch im Inventar, habe ich die Alien-Organe bekommen. Hier sieht man sie. Und die brauchten wir ja noch in der Forschung und ich wusste ja nie, wo ich die herbekomme. Jetzt weiß ich es von diesen anderen Kreaturen. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt erstmal hier eine Brücke rüberbauen und das können wir ja ganz bequem mit unseren Fundamenten hier eigentlich ganz gut machen. Das heißt, wir stampfen uns hier unsere Fundamente und dann gibt es hier eine kleine Brücke auf die andere Seite. Und dann können wir da gut was verlegen. Wir werden auf jeden Fall super viele Förderbänder brauchen, um die Kohle von hier bis nach da hinten zu bekommen. Das ist nämlich... Ach, guck mal, da hätte sogar ein anderer Kollege. Jetzt werdet ihr ihn auch sehen, dass der nämlich ein bisschen nervig sein kann. So, okay. Guck da laufen sie schon auf zu und die machen so Feuerangriffe. Das nervt ein bisschen. Aber an sich kann man dem noch ganz gut ausweichen. Ja, aber die brauchen deutlich mehr Schläge als die anderen Kandidaten. Und ziehen dann einem doch ein bisschen mehr Leben nochmal ab. Aber man kann damit eigentlich handeln. Natürlich machen die auch Schaden, aber... Man kommt damit klar und ich habe ja noch ein paar Belly-Nüsse dabei. Das heißt, hier kann ich eigentlich dem ganz gerecht werden. Und hier kriege ich meine Alien-Organe. Jetzt habe ich 8 Stück davon. Und ja, das ist echt cool, weil damit komme ich ganz gut weiter. Nehme jetzt hier noch die eine oder andere Nuss, damit ich wieder ein bisschen Leben regeneriere. Man weiß ja nie, was da noch kommt. So, okay, jetzt müsste hier ja unser wunderbares Kohlevorkommen sein. Hier ist es auch schon. So, ich hoffe, dass hier nicht noch ein Feind ist. Ich höre hier aber ein bisschen was. Da hinten ist auch noch was Cooles, da können wir uns auch noch mal dran machen. Aber das müsste jetzt ja eigentlich unser Kohlevorkommen sein. Das müsste ich doch jetzt richtig sehen, oder? Müsste doch genau draufstehen. Ja, perfekt. Genau. Ah, hier steht auch nochmal. Perfekt. Das heißt, wir haben hier unser Kohlevorkommen und damit würde ich sagen, beende ich die heutige Folge. Hat auf jeden Fall mega Laune gemacht, jetzt schon mal die ganzen Sachen zu bauen und die Strom oder schon mal die Idee zu haben, den Strom zu optimieren. Das ist mega gut. Hier haben wir unser Vorkommen, da werde ich natürlich dann jetzt hier so einen Miner draufstellen und ein Förderband bauen, aber wie gesagt, das alles in der nächsten Folge. Was ich noch kurz zeigen wollte, ich habe auch auf dem Weg so eine grüne Elektroschnecke aufgesammelt, die können wir nämlich auch in die Forschung geben und da habe ich auch noch eine in der Base rumstehen, das weiß ich, aber nur damit ihr da Bescheid wisst. Wie gesagt, beim nächsten Mal geht's weiter, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, bis dahin, ciao, ciao.